Mit dem Pakt für die Landwirtschaft wollen wir den Betrieben helfen, denen zurzeit das Wasser bis zum Hals steht. Das sind übrigens nicht nur Milchbauern, sondern auch unsere Schweinehalter, die Ferkelerzeuger, die Gemüsebauern. Die sind alle betroffen. Und wir haben ein Paket aufgelegt aus Soforthilfen auf der einen Seite und strukturellen Maßnahmen auf der anderen Seite. Wir wollen Liquidität auf die Höfe bringen. Wir wollen helfen mit Bürgschaften, aber auch zu steuerlichen Erleichterungen kommen. Am Ende geht es aber auch um mittelfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel Änderungen im Kartellrecht, weil wir sehen, wie zurzeit auch der Handel die Notlage ausnutzt. Mit jedem Betrieb, der stirbt, verliert nicht nur eine Familie ihre Existenz. Es stirbt am Ende ein Stück des ländlichen Raums, denn unsere Landwirte und ihre Familien sind ihr Gesicht und das Herz.